Guten Tag, ihr Lieben. So, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr zwei Bilder zusammen retuschiert. Da ich denke, dass einige Interesse haben zu sehen, wie das Ganze funktioniert, habe ich heute mal ganz schnell ein kleines Video gemacht, auch ohne externen Mikrofon etc. pp. Ich hoffe, die Stimme ist okay und der Wind rauscht hier nicht so rein. Ja, auf jeden Fall ist es hier ganz wichtig, dass ihr ein Vorherbild von eurer Location macht. Stellt die Kamera auf dem Stativ, Selbstauslöser, und stellt die Kamera entsprechend ein, macht ein Feuermotiv, Feuerbild, und dann nehmt ihr euch zwei Stücke. Am besten so dicke Prängels. Und dann stellt ihr euch entsprechend hin. Das Bild von eurer Location habt ihr bereits gemacht. Haltet die Stöcke in der Position, wie ihr sie haben wollt. Und macht davon auch ein Foto. 1, 2, 3, 4 Fotos, wie ihr möchtet. Ja, und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Und dann überlagert ihr die ganzen Bilder und macht ein bisschen Radierarbeit am PC. Ja, wie die Kamera steht, brauche ich euch nicht zu zeigen, denke ich. Die Kamera auf dem Stativ hat schon jeder gesehen. Gut, ich hoffe, das Video ist nicht ganz so schlecht von der Qualität her. Wie gesagt, mal eben ganz schnell, spontan, zwischen Tür und Angel aufgenommen, weil ich da Bock drauf hatte, dieses Projekt auch mal zu machen. In der Richtung werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Bilder kommen. Wer mal Bock hat auf so ein Tricky-Shooting im Wald oder so, der kann sich gerne mal bei mir melden. Ansonsten packe ich jetzt hier wieder zusammen. Ist arschkalt, kann ich sagen, und bin froh, wenn ich gleich wieder im Studio bin. Gut, Mädels, bis bald. Hallo ihr Lieben, leider hat das mit dem Ton hier irgendwie nicht funktioniert, weil ich die Webcam noch zeitgleich laufen hatte und da irgendwas falsch eingestellt war. Deshalb muss ich das Ganze jetzt hier mal vertonen. Ich hoffe, das funktioniert. Gut, ihr seht, unten sind die drei Videos, die ich gemacht habe, die ich euch später mal auf YouTube zeige, wie das ganze Bild entstanden ist, und dann eine kleine Serie, um die Kamera einzustellen vom Hintergrund. Und anschließend habe ich dann hier ein paar Bilder von mir gemacht. So, hier ist das Bild mal von mir und das Hintergrundbild. Ich glaube, ich nehme auch die zwei. Naja, wir nehmen mal die. So, jetzt machen wir mal einmal schnell die Grundoptimierung. Da stelle ich mir immer so einen Look ein, den ich mir so ein bisschen vorgestellt habe im Vorfeld schon. Ich will das Ganze auch sehr freundlich haben und ja, da mache ich hier über die Gradationskurven einmal ein bisschen was in den einzelnen Farbbereichen oder Farbkanälen. So, passen wir uns das alles hier mal ein bisschen an. Ihr seht, da kann man wunderbar mit arbeiten. Hier ein bisschen rüber. So. Ich denke, so die Bäume und das ganze Grün und so, das ist schon ganz cool. Hier muss man immer ein bisschen auf den Himmel aufpassen. Nochmal im Rotkanal rein. Vielleicht ein bisschen matter machen. So, und probiert da ruhig aus, habt keine Angst, an dem Ding da rum zu hantieren. Ihr könnt das alles mit CMDZ zurück datieren zu eurem nächsten Schritt. So, jetzt in RGB, jetzt mache ich das Ganze noch ein bisschen matter. Das ist mir, glaube ich, schon zu viel, oder? Ja, ist mir zu viel. Gehen wir ein bisschen runter. Klarheit schön aufgerissen. Wird hier immer verpönt, aber ich mag diesen Look einfach. Vignette schön rein. Damit der Fokus nachher auch auf mich als Person liegt. Ja, und so finde ich es, glaube ich, schon ganz cool. Klein bisschen heller. Ja. Bisschen richten das Ganze. So würde ich das, glaube ich, lassen. So, und euer anderes Bild, was ihr nachher überlagert, muss natürlich den gleichen Look haben. Und da geht ihr einfach auf Synchronisieren. Ach, nicht rechte Maustaste. Synchronisieren, guckt, dass die Haken hier alle an sind. Und dann auf Synchronisieren. Und dann wird es übertragen. Seht ihr? Habt ihr den gleichen Look. Ganz coole Sache. Vielleicht ein bisschen heller. So.
Das war so die Grundoptimierung. Ich mache mich noch ein bisschen heller. Gut, mehr würde ich da glaube ich gar nicht machen. Ich glaube, das war schon fast zu viel auch. Aber ich will euch ja einfach nur mal zeigen, was man in 5 Minuten draußen alles so mit der Kamera anstellen kann. Jetzt öffnet ihr das Ganze in Photoshop. Wobei mich das Ganze im Moment echt nervt. Weil da sind anscheinend so viele Bugs drin. Ich habe ab und zu Abstürze, also mitten in der Bearbeitung stürzt dann Photoshop ab oder Lightroom ab. Oh, hier geht es schon wieder nicht auf. So, müssen wir nochmal machen. Boah, ich bin ganz schön müde. Ich war gestern bis 2 Uhr im Studio und habe Produkte fotografiert. Da kommt auch noch ein kleines Video. Habe ich so zwischendurch mal live mit Schnitte über Instagram und so gemacht. Gucken, ob ich das irgendwie zusammenschneiden kann. So, jetzt machen wir das Ganze auf. Und jetzt kommt auch schon der ganze Zauber. Beide Bilder öffnen. Das nicht mehr, da haben wir doppelt angeklickt. Oh, mein Stuhl, der quietscht. So, jetzt nehmt ihr einfach dieses Bild hier und zieht es in eurem Hintergrund, also praktisch in eurer Landschaft. Das ist natürlich wichtig, dass ihr das hier richtig ausrichtet. Könnt ihr da gleich die Deckkraft ein bisschen runternehmen und dann seht ihr auch, ob ihr da irgendwelche Verschiebungen habt oder so. Da müssen wir noch was rüber. Ah, da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Seht ihr? Jetzt sieht man ganz gut, wenn die nicht deckend übereinander liegen. Ist in so einem Fall immer, in dem Fall vielleicht nicht hundertprozentig wichtig, aber schön ist, wenn es natürlich passt. So. Gut. Jetzt macht ihr euch bei dem Ganzen, falls ihr euch mal vertut beim Radieren, eine Maske auf. Also nicht den Radierer nehmen, sondern eine Maske, weiße Maske, schwarzer Pinsel. Und jetzt radiert ihr euch praktisch weg, damit ihr den Untergrund wieder seht. So, ganz einfach. An den Kanten ein bisschen aufpassen. Ich habe im... Oh, eine Nachricht. So, ich habe den ganzen hier... eine harte Kante genommen. Ist natürlich, ja, im Nachhinein, jetzt kann ich sagen, weil ich das Ganze ja hier vertone gerade, leider, weil es mit dem Ton nicht geklappt hat, hätte ich die Kante ein bisschen weicher nehmen sollen. Also nimm nicht 100% harte Kante, sondern guck mal so auf 50-60%, glaube ich, das ist ganz cool. Dann kommt ihr auch besser beim Radieren klar. Müsst nur die Finger, auf die Finger sind ein bisschen tricky, da müsst ihr ein bisschen näher ranzoomen, um das Ganze halt ordentlich zu gestalten. Ich bin nachher einfach hingegangen und habe mit dem Weichzeichnungspinsel einfach die Kante so ein bisschen weicher gemacht, damit ich einfach wieder einen besseren Übergang hätte. Ich kann das Ganze natürlich jetzt auch maskieren und ausschneiden, geht auch. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich mache das einfach mal so. Wobei maskieren und ausschneiden wahrscheinlich die schnellere Variante gerade wäre. So, ich schneide das Ganze jetzt einmal, weil wir müssen uns jetzt nicht hier 5 Minuten Kanten radieren oder ne, angucken. So, einmal geschnitten, dann habe ich die Ebene zusammengefügt, jetzt mache ich nochmal einen Filter drüber. Das Ganze mache ich mit den Nick-Filtern, weil es damit jetzt einfach am schnellsten geht. Und die sind eigentlich auch ganz cool. So, ich denke, bei dem Look hier, den ich da jetzt drüber lege, das ist so meine ganz persönliche Geschichte. Da könnt ihr halt auch machen, tun, wie ihr wollt. Das Ganze brauche ich, glaube ich, nicht großartig kommentieren. Ich mag den klar Detail Extractor, also die Klarheit mag ich immer ganz gerne bei solchen Sachen. Und Cross-Processing werde ich wahrscheinlich gleich mir nochmal angucken. Bei der Klarheit müsst ihr natürlich immer gucken, weil Detail Extractor ist halt nichts anderes wie die Klarheit wahrscheinlich im RAW Converter. Ne? So, Vignette nochmal ein bisschen verstärken.
könnt ihr auch ruhig übertreiben, also ich mag das. Ich finde das super geil, wenn Bilder stark vignettiert sind. Und ja, ist auch nicht jedermanns Sache, aber muss mir halt gefallen und meinen Abnehmern und meinen Kunden und wie auch immer. Ja, Cross-Processing nochmal, dann machen wir nochmal einen kleinen, ja, kleinen anderen, ändern wir den Look nochmal ein bisschen, weil ich da doch gleich so ein bisschen mit Flares arbeiten möchte. Dann machen wir das Ganze so ein bisschen wärmer. So finde ich das ganz cool. Ich habe übrigens ein anderes Mikro dran, wie sonst. Das Marantz habe ich im Moment ab und habe ein Superlux. Heißt das Superlux? Ich muss mich immer umdrehen. Ich vergesse das immer. Genau, ein Superlux E205 bzw. 206 drauf. Ich finde das kräftiger. Ich finde das schöner wie der Marantz, wobei das Marantz immer ganz bessere Bewertungen kriegt. Komischerweise. Gut. Das dazu. Mal gucken, ob ich den Pöller mache ich nochmal weg, gucken, wie es aussieht. Das stört mich irgendwie. Aber ohne Pöller sieht das Ganze auch recht nackig aus, glaube ich, ne? Also, nicht wirklich real. Aber ich lasse den Pöller, glaube ich, einfach. Oder? Ach, ich lasse es, glaube ich. Ne, ich glaube, ich lasse es, oder? Ach, ich bin so unentschlossen bei so Sachen. Nee, ich lass den. Finde ich cool. So, nochmal am RAR-Konverter. Bisschen nachstellen. Klarheit nochmal ein bisschen hoch. Schwarztöne. Tiefen. Bisschen heller. Vignette nochmal verstärken. Gut, jetzt mache ich mir nochmal eine Kopie meines Bildes und nehme mir einen Blendeneffekt rein. Und den stelle ich mir, glaube ich, hier so hin. Auch wenn es mit dem Schattenwurf nicht ganz so passt. Aber ich finde es so geil. Ich finde es cool, wenn der Flare immer von hinten, wenn dieser Blendeneffekt immer von hinten kommt. Schön auf 35 mm. So, das radiere ich hier so ein bisschen ab. Das ist mir hier so ein bisschen zu viel. Gut, ihr Lieben, im Großen und Ganzen war es das. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nachvertont wurde, weil das irgendwie mit der Aufnahme über die Webcam nicht geklappt hat. Sei mir hoffentlich verziehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und wem es nicht gefallen hat, dann lasst mir keinen Daumen da oder macht einen Daumen runter. Ich habe ja irgendwie einen Menschen auf YouTube, der mich nicht so mag, der jedes meine Bilder mit einem Daumen runter kennzeichnet, aber das ist auch okay. Davon geht die Welt nicht unter. Und belasten tut es mich auch nicht wirklich. Und wem es nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht. Ne? Oder wer mich nicht leiden kann, ist halt so. Wir müssen halt nicht jeden leiden können. Ne? Aber ich bin da immer recht neutral. Auch wenn ich eine Person nicht leiden kann, heißt es nicht, dass ich alles von dem Scheiße finde. Naja, ihr Lieben. Ich war Sven Schubert von Schuberts Fotografie. Und besucht auch meine Website, wenn ihr Bock habt. Kommt ins Forum rein. Das Ganze versuche ich ein bisschen, den ganzen Forum versuche ich auch ein bisschen voller zu kriegen. Boah, ich bin schon wieder erkältet, meine Nase ist schon wieder zu. Und ja, schaut euch auch mal meine Podcast-Serien an oder schaut mal meinen Blog vorbei und lasst mal einen Kommentar da. Auch zu dem Video werde ich nochmal einen Blog-Eintrag führen, glaube ich. Ja, so mache ich das. Gut, jetzt habe ich genug Quatsch. Mädels, haltet die Ohren steif, seid fleißig. Bis bald. Ciao, ciao.